Beard Bro ist zurück auf Chatroulette! Beziehungsweise chat-de. Habe ich euch übrigens schon vom neuen Merchandise erzählt? Das hier ist der neue Merch-Pulli. Bart aber herzlich. Ab sofort wird auch unter jedem meiner Instagram-Posts Hashtag Bart aber herzlich stehen. Unter jedem YouTube-Video in den Tags Bart aber herzlich. Ich werde euch richtig auf den Sack gehen. Richtig auf den Sack gehen. Aber eine Frage, die ich euch noch nicht gestellt habe heute. Can you do this? Jetzt ist dieser Stuhl fast umgefallen. Ob ich heute einfach mal so streame? Im Liegen? Alter, man kann übelst geil so pennen. Bin ich jetzt auf YouTube? Hä? Was ist das? Was ist YouTube? Ich hab nie einen Bart. Danke. Sehr, sehr nett. Boah, deine Qualität ist 1A HD. Echt, ja? Ich probiere mein Bestes. Na, das Ding ist, ich bin ja in einem Filmstudio, wo normalerweise Brazzer-Pornos gedreht werden. Ich finde das nicht witzig, das ist harte Arbeit. Harte Arbeit. Leipzig. Nein. Willst du mich besuchen? Wollen wir Liebe machen? Du? Was suchst du? Liebe. Was suchen? Liebe. 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 Ich bin's. Ich bin's? Nicht viele Deutsch. Ich. Ja, ich merke das schon. Okay, danke schön. Tschüss. 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 Ja, tschüss. Okay, wichsen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, ich auch. Tschüss. Wichsen. Wichsen? Wichsen. 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 Na, dieser Wichsen? Ja. Ja. Wichsen. Wichsen. Diese Wichsen? Ja, du meinst wechseln. Wechseln. Wechseln? Ja, Wichsen. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt. Denn es kam so über mich. So wie die Nacht über die Welt. Schnell gefahr aus der Dunkelheit. Bin ich zum ersten Schlag bereit? Ich bin der Erste, der dich befreit. Und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Alter, das ist krass, Mann. Ohne Mist. Richtig, richtig gut, ey. Heftig, Mann. Das ist geil. Was ist denn das für ein Bastard? Guckt euch den mal an. Wie der aussieht. Mit diesem Pullover. Warte mal, was haben wir da stehen? Bart aber herzlich. Krass. Und bei ihm ist es sogar richtig. Bei mir ist es falsch rum. It was at this moment. Oh mein Gott. Ich bin der Fake. Der Typ ist real. Wie lange hast du den Bart schon? Zu lange, Mann. Zu lange. Ich hab meinen, seit ich 9 bin. Der macht mir alles kaputt, was? Da wohl bis jetzt. Okay. Aus Boys oder was? Okay. Was sagt er? Kennt ihr die Ostboys? Die Ostboys? Kennt ihr die nicht? Ich kenn Group Decker. Bist aber 20 Jahre zu spät, hä? Bist du mein Sonne nicht? Dann erst. Servus. Moin, was geht? Dich hab ich gesucht die ganze Zeit. Ehrlich? Ja, meine Cousins waren vorhin bei dir im Livestream. Wer denn? Der eine, der singt, und der andere, der seitdem er 9 ist, den Bart hat. Du verarschst mich, Alter. Das sind zwei. Doch, guck hier, warte, ich zeig dir den einen.
Und da ist der andere? Nein, Alter! Ist das geil, ey! Ich hab mich so ungefähr eine halbe Stunde rumgedrückt. Also mein Cousin hat mir gesagt, gerade eben, weil der hat bei dir vorgesungen. Ja. Und jetzt wollte ich schon mal was singen. Ehrlich jetzt? Ja. Jetzt bin ich gespannt, ey. Okay, warte. Also. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on your shirt. You don't believe in stories. You know where they're all lies. A bad as you are, you stick around. I just don't know why. Ey, das ist... Alter, du hast auch Talent, Junge. Was ist denn bei euch in der Familie los? Oh Mann. Nee, oder? Ich kenne doch diese Augen. Oh Mann. Ich kenne doch diese verrückten Augen. Baby, Baby, zwischen uns steht niemand. Als Mann. Als Mann. Ich müsste gucken, wie du so jetzt... Du machst mir gerade nach, du Spasti. Wie in guten alten... So wie in den guten alten Zeiten, Schatz. So haben wir uns kennengelernt. Ey, du müsstest mich eigentlich kennen, das... Was? Ich müsste dich kennen? Schick mir mal einen Link. So, warte mal ganz kurz. Ich kopiere mir den mal. Wieso postest du ein Video von K1? Wo ist denn das Original auf YouTube? Davon. Na wohl, ja, da haben die das selber nicht auch hochgeladen? Deins hat 1 Million Aufrufe. Ja, deswegen bin ich ja so, deswegen habe ich jetzt nicht meine 10.000 Abos, aber... Na doch, ich glaube schon, dass du deswegen die 10.000 hast, weil das andere ist beides unter 1.000. Nein, nicht nur deswegen. Ich mache schon seit 3-4 Jahren YouTube. Ich finde es, also ich, wie gesagt, ne, nimm das nicht persönlich und so, ich finde es nur ein bisschen schade, dass man irgendwie Abos mit Inhalt von anderen macht irgendwie so. Warum postet man das K1-Lied so? Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Keine Ahnung. Das hat voll viel Klicks gebracht, also es war schon nicht ohne. Ja klar hat das Klicks gemacht. Ich könnte auch dauernd von PewDiePie die Videos kopieren und damit übelst viel Klicks und Abos machen, aber das bin ja nicht ich, weißt du? Könntest du nicht, weil das nicht bei jedem funktioniert. Also 1 Million Klicks, da gebe ich dir sogar meine Hand drauf, wirst du niemals erreichen. Das ist schwer, also das ist verdammt schwer, so. Ich hätte auch niemals hingekriegt. Das glaube ich allerdings nicht, weil ich mache YouTube tatsächlich schon ein bisschen länger und habe tatsächlich auch mehr als nur 2 eigene Videos und habe auch schon auf... Ich habe auch, glaube ich, mindestens 120 Ja, das kannst Videos. Du kannst ja viel erzählen, aber man sieht davon nichts, ja, weißt du? Und wo wöchentlich so meine 10 bis 20.000 Aufrufe so an Streams. Ja, okay, aber so meine 200, 300 Zuschauer, wenn ich stream. Wenn du es nicht glaubst, kannst du... Nee, hör mir mal kurz zu. Du redest so viel von dir selbst. Also die YouNow-Geschichte hat mich ja nicht interessiert. Mich interessiert ja das YouTube-Ding. So, was mich jetzt die ganze Zeit interessiert hat, aber man kommt kaum zu Wort, so, ist einfach, dass du gesagt hast, du das war klickgeil und du hast das deswegen auf privat gestellt. Warum stehst du nicht zu deinem eigenen Zeug? So, das verstehe ich irgendwie nicht. Was heißt, es stehen zu deinem eigenen Zeug? Ich meine, guck dir die ganzen YouTuber an, die andere Namen, andere Videos oder halt den Namen verwenden und alles mögliche oder nicht deinen eigenen Stuff machen. Die meisten, die... Das hast du mit K1 gemacht? Das machst du damit, wenn du Lieder von anderen... K1 hat mir die Erlaubnis gegeben. Was heißt Erlaubnis? Also sein Netzwerk hat mir die Erlaubnis gegeben, das Video oben zu lassen. Er hat auch really, nigga? Wie gesagt, wenn du mir nicht glaubst, das mit YouNow und YouTube wäre... Du kannst ja, ich hab ja überhaupt kein Problem damit, wenn du ehrlich wärst, so. Aber wenn ich merke, du lügst, dann finde ich das irgendwie ein bisschen... Wo lüge ich denn? Warum sollte dir K1... Dicker, ich kenne mich im Musikbusiness genauso gut aus wie in YouTube und du hast mich mit beiden Sachen schon belogen. Ich stell's dir vor. Ja, aber nicht so erfolgreich, wie du hier angibst. Du bist so voll von dir selbst, du bist so krass von dir überzeugt, du bist viel zu... Also Selbstbewusstsein ist gut, ne? Sag ich überhaupt nichts. Lass mich bitte ausreden, so frage ich überhaupt nichts. Aber das Problem ist, wenn du so extrem eingebildet von dir bist, das wird dir auf die Füße fallen, sage ich dir ganz ehrlich. Die Leute wollen niemanden, der sich seinen eigenen Schwanz lutscht, so. Also jetzt nicht persönlich nehmen, ne? Aber ein bisschen Real Talk, so. Der sich sein eigenes Ding in den Mund nimmt, so. Und so macht, als wäre er der Geilste, weil das... Sorry, aber genau wenn man sowas behauptet, ist man es nicht... Ich gönne dir eine 10 Millionen Klicks, das gönne ich dir alles, ja, aber dann, wir können doch ehrlich sein untereinander, dann spricht doch Real Talk, kann doch nicht sein, dass man denkt, mit 10.000 Abonnenten ist man was, hat nicht mal 1.000 Aufrufe auf dem Video, pass auf, ich habe auf den meisten Videos auch nicht viel mehr Aufrufe, aber ich behaupte dann auch nicht, ja, ich mach Big Business und alles. Du hast auch vom Durchbruch gesprochen und für mich, also vielleicht ist das Ansichtssache, aber für mich sind 10.000 auf jeden Fall kein Durchbruch. Ich habe Freunde, die haben 50.000 Abonnenten, 100.000 Abonnenten und die reden auch noch lange nicht vom Durchbruch.
Durchbruch, bis du das Durchbruch nennen kannst, in meinen Augen, ist alles Ansichtssache, ne? Vielleicht bist du mit 10.000 Euro auf Instagram auch noch meine Follower und auf You Know und alles. Ja, es geht da, siehst du, es geht auch nicht um die anderen Plattformen, die sind mir schon von Anfang an scheißegal. Das kannst du auch noch 100 Mal erwähnen, wie viele Leute bei You Know zugucken. Das ist mir Boogie, es geht mir gerade echt nur um YouTube so. Ja, kennst du Drachenlord, der hat genauso viel Hate. Mir scheißegal. Hä? Es ging jetzt auch nicht um Hate. Du springst von einem Thema zum anderen. Das hat überhaupt nichts zu tun. Das ist auch Dingens. Kennst du auch Call Me Tori? Es geht doch nicht um andere YouTuber. Das versuche ich die ganze Zeit zu erzählen. Es geht nicht. Das ist kein YouTuber, den ich aufzähle, hast du kennen. Wie ist ein YouTuber denn? Es geht gerade um dich und nicht um irgendwelche anderen YouTuber. So. Kennst du X the Paladino zum Beispiel? Kannst du es einsehen? Kannst du versuchen, mal nicht abzulenken? Kannst du einsehen, dass du ein bisschen zu krass irgendwie von dir selbst überzeugt bist? So? Ich weiß selbst von mir überzeugt. Ich sag nur, wie es ist. Einfach so, Junge. Also, ich kann es mir erzählen, was du willst, aber. Wir sind beide erwachsen. Ich zum Beispiel jetzt gerade geworden. Naja, kurzen und du länger, aber ich sag mal so. Das ist immer Ansicht, das ist immer Ansichtssache, die Einstellung, die macht's, ne? Ja, ist nicht Ansichtssache, es ist. Natürlich, dein Verhalten bestimmt deine Reife und nicht dein Alter. Ja, ich bin nicht eingebildet, ich habe dir nur gesagt, dass ich YouTuber bin. Wo man das mit Ganze die Art und Weise, kann, die Art nicht, und Weise. Dass du mir unterstellst, dass ich wegen meinen 1 Million Klicks hier irgendwie denke, dass ich Harry Potter wäre, das juckt mich gar nicht. Das habe ich auch nicht erzählt. Das habe ich auch nicht erzählt. Ich habe mich sehr gefreut, klar drüber, weil die meisten, also die ganzen YouTuber, die sagen wir mal, die 10.000 haben, bei weitem nicht so viel Klicks machen. Das war einfach nur Glück. Ja, das war einfach nur Glück. Mit einem geklauten Video, mit geklauten, das, Video, mit geklauten Content. K1 persönlich. Zeig's mir. K1 hat das nicht genehmigt, sein Netzwerk hat mir das genehmigt. Dann zeig mir das. Tube One heißt das. Ja, dann beweis es. Mal bitte Tube One. Das ist mir Boogie. Beweis es, dass die das gemacht haben. Das ist beweisen. Na, du sagst mir, die haben es dir genehmigt. Das hast du doch schwarz auf weiß. Auf mein Handy. Und dann weiß ich, ob das heiße Luft war oder ob das Real Talk ist. Ganz einfach. Fakten. Soll ich heiße Luft labern? Du kannst es ja beweisen. Du musst es mir nicht. Indem ich dir eigentlich sage, dass das Video oben ist. Worte, ja, ich kann auch viel reden. Das Ding ist, K1 hat das oder sein Netzwerk oder sein Label, wie auch immer du das bezeichnen willst, ne? Du sagst ja hier, widersprichst du immer. Auf du bist derjenige, der sich widerspricht. Du machst so, als ob die dir irgendwas genehmigen würden. So ein Bullshit, Mann. Das. Also, wenn ich es nicht genehmigen würde, überleg mal ganz logisch. Dann wäre das Video nicht drauf, richtig, aber du hast das Video wirst du. Hör doch mal zu, Mann. Quatsch doch mal nicht so viel Scheiße. Wenn du selbst das Video, wenn das Video dir gehören würde, könntest du es monetarisieren. Kannst du nicht monetarisieren, weil es dir nicht gehört. Wenn die dir das erlauben würden, dann wär's so. Dicker, ich kann auch Sachen von Eminem hochladen, ich kann Sachen von Bushido hochladen, ich kann Sachen von jedem hochladen. Hör doch mal zu, Junge! Was ist denn mit dir los? Hab doch mal den Respekt, auch mal andere Leute ausreden zu lassen, Alter. Was bist denn du für ein kleiner Pimpf, ey? Du kriegst es nicht auf die Reihe, du willst auf 18 machen. Du kommst rüber wie 13 oder wie 14, Alter. Du sagst, ich kann auch 1 Million. Ja, mach das mal und bitte, kannst du mal 1 Million Klicks damit. Zumindest eine 500.000. Ja, ich will keine 1 Million Klicks mit fremdem Content machen. Ich kann es vorlesen und dann einen Screenshot schicken. Kein Problem. Der ganze Mal erhält urheberrechtlich geschützte Inhalte, das ist ja logisch. Und dann steht da bei mir, bei Monetarisierung. Ein Video ist zurzeit nicht zur Monetarisierung zugelassen, weil es mit Inhalten von Drittanbietern übereinstimmt. Logisch, das war klar. Die von dir ausgewählten Monetarisierungsanstellungen sind daher im Moment nicht aktiv. So. Es geht mir darum, was das Netzwerk geschrieben hat. Habe ich bei Mitwirkenden eingeschrieben. Urheberrecht, wenn ich jetzt Urheberrecht gebe bei meinem Video. Es geht mir jetzt nicht darum, was auf YouTube steht. Es geht mir darum, was das Netzwerk geschrieben hat. Jetzt nicht wieder ablenken. Ja, das werde ich dir sagen. In deinem Video können Anzeigen eingeblendet werden. In deinem Video wurden urheberrechtlich geschützte Inhalte gefunden. Das ist auch YouTube. Hat nichts mit dem Netzwerk zu tun. Ja, hier steht's, warte. Monetarisierung vom Anspruchsteller monetarisiert. Wenn du mit diesen Bedingungen einverstanden bist, musst du nichts weiter unternehmen. So. Details Inhalt, audiovisuell Inhalt 01 bis 1. Auch das ist alles auf YouTube. Ich kenne YouTube. Hör mal, warte mal kurz. Ich kenne YouTube und ich weiß, was da steht. Ich lade auch fast täglich Videos hoch. Ich will das, was das Netzwerk dir geschrieben hat. Das ist E-Mail-Kontakt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem Hochladen und dem Creators-Tool, der das gerade durchgeht. Ich habe gesagt, die haben es zugelassen. Das heißt Anspruchsteller, Tube One Entertainment. Das ist automatisch. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die das direkt absegnen. Du hast vorhin gesagt, die haben es dir erlaubt. Und das heißt für mich nicht, die haben es dir erlaubt. Das ist einfach nur ein Schlupfloch auf YouTube, dass man...
Ja, die. Du hast doch selber gesagt, dass die nicht alles überprüfen. So, das machen die nicht. Wenn sie es überprüft hätten und sehen würden, was du dafür Klicks macht, dann hätten sie es runtergenommen. So, ja. Und das haben sie nicht gemacht. Aber zu behaupten, die hätten es dir erlaubt direkt und sich so auszudrücken, als hättest du mit denen Schriftkontakt gehabt, das war totaler Bullshit. So, und dazu, selbst dazu kannst du jetzt nicht stehen. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Ich tue dir nichts, Alter. Ich will nur ein ganz ehrliches Gespräch mit dir führen. Ich würde dich so sympathisch finden, wenn du einfach mit mir Real Talk reden kannst. Ich habe dir 10.000 Mal vorhin gefragt, wie dein Channel-Name ist. Du sagst auch nicht. Warum ist das wichtig? Es geht um dich gerade. Es geht ja nicht um mich. Ich hab keine Behauptung aufgestellt zu meinem Kanal, oder? Ich bin auf jeden Fall stolz drauf, weil ich das halt mit meinem eigenen Content gemacht habe. Ich habe meine Videos gemacht mit meinem eigenen Scheiß. Musste dazu auch was aufnehmen, musste dazu was schneiden, musste dazu was hochladen. Und habe nicht irgendwelche Musikvideos von anderen genommen, nur. Ja, wenn es klickgeil war, dann kannst du auch nicht deine Messer auf. Wenn irgendein anderer Name oder so drin steht oder sonst was. Was hat denn das damit zu tun? Wenn du auf irgendwelche Spiele zum Beispiel reagierst, ist das dann klickgeil oder was? Wenn ich auf Alben reagiere, auf Musik reagiere, hat das was mit Clickbait zu tun? Es ist ein großer Unterschied, ob ich mir ein Album zum Beispiel anhöre, dazu meine Meinung abgebe und vielleicht sogar noch fundierte Kenntnisse aus Musik oder Gaming oder Sport oder was weiß ich Bereiche mit einfließen lasse, dann die Arbeit habe, das aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, dann noch ein Thumbnail dazu zu machen. So, das ist was völlig anderes, als einfach ein Video zu kopieren irgendwo und genauso wieder hochzuladen.